oder? Was ist Datsun? Na, Datsun, kennst du nicht Datsun? Nein. Gerhard, du kennst Datsun nicht? Muss ich das kennen, oder was? Wo kommst du her? Aus dem Burgenland. Ja, ja. Südburgenland, ne? Ja und? Na, kroatisches Grenzgebiet. Bei euch von alle VW, ihr seid VW-Freaks. Wer bei euch irgendein Auto hat, hat einen VW. Außer die kroatischen Bauernschädel, die fahren Opel. Das sind die zwei Automarken im Burgenland. Ich bin kein Kravat. Mhm. Und was fährst? Eine VW. Ja, ja. Entschuldige, ich weiß doch, wie es ist bei euch. Wer Geld hat, kauft sich einen VW. Ja? Wer kein Geld hat, kauft sich einen alten VW. Und wer zu viel Geld hat, was kauft sich der? Wer richtig viel Geld hat, der kauft sich auch einen VW. Auf dem steht dann groß Audi. Tja. Und wer sierig ist, Gerhard, wer richtig sierig ist, geizig, bis auf die Knochen. Die gierigste Sau überhaupt, was kauft sich der? Das weiß ich nicht. Einen Skoda mit Sonderausstattung. Ja. Wieso ein Skoda? Ja, Skoda mit Sonderausstattung sind die gierigsten, geizigsten Hunde. Du weißt von vornherein, wenn ein Skoda sitzt, hat einen harten Stuhlgang. Das ist ja logisch, Gerhard, weil er alles haben will, aber nie was auslassen. Ja, kann nicht sein. Nicht kann sein, das ist so. In jedem Skoda sitzen Hämorrhoidenpatienten, blutige Unterhosen in der Skoda. Darmkrebs-Risikofaktoren. Kennst du die Risikofaktoren für Darmkrebs? Kennst du welche? Eine Bewegungsmangel. Ja, geht schon was noch? Und fettreiche Ernährung. Vergiss es! Skoda fahren ist der einzige Risikofaktor. Ja, wenn du das sagst. Nein, nicht, wenn ich das sage. Das ist so. Kennst du diese Ernährungswissenschaft, was man gesund essen soll? Kennst du doch alles, oder? Ja. Was ist das Gesündeste gegen Herzinfarkt? Mich fragst. Pass auf. Früher haben sie gesagt, Distelöl. Kann mich gut erinnern, vor 10 Jahren, Distelöl, das Zaubermittel gegen Herzinfarkt. Dann, 5 Jahre später, erst auf einmal, nein, stimmt nicht, in Kreta,